und guten Morgen, Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von der Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke hier heute auf meinem Kanal. Ja Leute, ihr habt gerade schon gesehen, ich habe ein wenig trainiert und ihr habt mir das auch in den Kommentaren vorgeschlagen, dass ich trainieren soll, das allerdings dann zusammenschneiden soll und in verkürzter Fassung bzw. verschnellerter Fassung dann eben zeigen soll. Und habe mich dementsprechend dann darauf fokussiert, dass ich meine Pokémon alle auf mindestens Level 13 bringe. Das hatte den Grund einfach, ich wollte nicht zu viel trainieren. Und außerdem erlernt Swampy auf Level 13 das Rasierblatt, weshalb ich das einfach machen wollte. Ihr seht, Pascal, also unser Gardevoir, ist noch auf Level 12, aber da ich das jetzt im Verlauf der nächsten Route verwenden werde, um die Pokémon so ein bisschen hier zu besiegen, dachte ich mir, ist das gar nicht mal so das große Problem und werde das einfach dann bei den Anglern, die jetzt hier kommen, einfach hochtrainieren. Von daher dachte ich mir, wäre das gar nicht so das große Problem. Und wir fangen dann an dieser Stelle mal an. So, der erste Trainer ist Artist Robin mit einem Scherops. Okay. Da möchte ich natürlich nicht drin bleiben. Käfermoves können echt problematisch werden. Wir haben nicht so viel gegen Stahl, fällt mir mal gerade so auf, ne? Aber egal, Sura sollte, denke ich mal, alle Moves ganz gut tanken. Und ich denke, wir werden auch heute in diesem Part so weit kommen, dass wir eben in die Höhle reingehen können. Hoffe ich einfach mal. Wäre ganz cool. Und wir machen über 50%, das heißt, die nächste Aquaknarre sollte ausreichen. Und ja, der Ruckzuck macht nicht viel. Sehr schön. Dann müssten wir das schon mal gemacht haben. Sehr schön. Scherox geht down, kriegen schöne EP hier an dieser Stelle dafür. Und das hört sich doch schon mal gut an. So, da ist jetzt ein Zubat. Ah, da habe ich keine Probleme mit. Nein, nicht Natsu, sondern Pascal. So. Und wir können jetzt hier unsere Konfusion einsetzen und auch dieses Zubat besiegen. Und dann hätten wir das an dieser Stelle schon mal. So. Im letzten Part haben wir den ersten Arenaleiter besiegt, Leute. Das bedeutet, ihr seht es jetzt auch im Rahmen, ich habe es endlich aktualisiert, sehen wir unseren Orden. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon wirklich so im Video mal erwähnt habe. Allerdings werde ich, sobald wir natürlich dann aus Kanto, also in Kanto angekommen sind, das heißt die ersten 8 Orden erreicht haben und uns auf den Weg machen, die nächsten 8 Orden in Kanto dann eben zu erreichen, dass wir dann eben den Rahmen zum Teil ändern werden. Den Rahmen habe ich auch schon, dass dann eben die anderen Orden dann eben dort auch angezeigt werden. Denn ich hatte nicht unbedingt Lust, 16 Orden in diesem Rahmen anzuzeigen, da wäre einfach viel zu viel Platz verloren gegangen. Deshalb denke ich mal, kann man das so definitiv lassen und da sollte kein großes Problem auftreten. So, wir sehen hier ein Roselia Level 15. Ich glaube, das war, weil er hier 4 Karpados an der Stelle hatte. Und da Karpados ja nicht unbedingt stark sind, waren die auf keinem sehr, sehr hohen Level. Beziehungsweise auf einem relativ hohen Level natürlich. Und deshalb ist das Roselia jetzt hier auf Level 15. Also Underlevel sind wir auf keinen Fall, aber das gibt uns natürlich sehr, sehr schönen EP hier an dieser Stelle. Weshalb Pascal auf Level 13,5 aufsteigt. Sehr schön. Und er scheint viele Pflanzen-Pokémon zu haben. Ich glaube, Konofensa ist auch Typ Pflanze Gift. Das heißt, wir können hier einfach auch mit der Konfusion dieses Pokémon besiegen. Und ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass unser Pascal jetzt hier nicht drauf geht an dem Giftschaden, den wir leider durch den Giftschachen bekommen haben. Aber man kennt es doch nicht anders. Ich meine, wann bekommt man mal kein Gift bei dem Giftstachel? Jedenfalls werde ich jetzt erstmal kurz gucken, ob ich ein Gegengift habe, müsste ich eigentlich. Ja, da haben wir es doch. Ich weiß, es kommt bald auch ein, wie heißt es? Ein, Pokémon Center, genau. Aber das brauchen wir momentan noch nicht, würde ich sagen. Und deshalb, gut, haben wir jetzt die Vergiftung geheilt und sehen jetzt hier den nächsten Trainer. Und sofern er jetzt irgendwie ein Pokémon hat, was uns gefährlich sein würde, kann ich immer noch auswechseln. Und das sollte dann nicht allzu das große Problem sein. So. Wir bekommen den H2-Ohrabsorber sogar, das ist sehr schön, denn so können wir einfach mit einer Konfusion angreifen. Ich war eigentlich gewillt auszuwechseln, allerdings, was will er tun? Hypnose, gut, die geht daneben, sehr schön. Dann können wir jetzt das Ding jetzt einfach mit einer Konfusion rausnehmen und unser Pascal macht super Arbeit hier an dieser Stelle. Und ich denke mal, mit diesem Team, wenn wir das weiter so trainiert halten und nicht unbedingt underleveled sind, dann müssten wir eigentlich den zweiten Horn auch ganz, ganz schön ohne Probleme erhalten können. Aber jetzt werden wir ihm erstmal unsere Nummer verweigern, denn, wie gesagt, Anrufe möchte ich da möchte ich nicht so viel Zeit dran verschwenden. Und jetzt müsste eigentlich auch schon bald der Pokémon Center kommen hier, damit wir uns wieder hochheilen können.
Allerdings gehe ich davor mal da oben gucken, um, wie heißt es, um natürlich das Item noch zu holen, was da war. Genau, das haben wir eben gesehen. Und das jetzt erstmal Velsa. Hat das auch den H2O-Absorber? Was hat das für ein Item? Für eine Fähigkeit? Dösigkeit, okay. Dann möchte ich hier, glaube ich, auswechseln. Ist mir zu gefährlich. Und außerdem haben wir, wie gesagt, unser Swampy, was einfach mit einem Rasierblatt jetzt angreifen kann. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr das fandet mit dem Verschnellern von dem Trainieren am Anfang des Parts. Ob ich das so behalten soll, ob ich das vielleicht etwas langsamer sogar machen soll, weil es vielleicht etwas zu schnell war für euch. Oder sonst irgendwie was, ob ich vielleicht noch was mehr trainieren soll, was weniger trainieren soll. Ich weiß ja nicht, ob das dann für euch ein bisschen langweilig wird, wenn ich jetzt, was weiß ich, alle Pokémon auf Level 16, 17 trainiert hätte. Das wäre bestimmt etwas langweilig geworden. Das möchte ich natürlich auch vermeiden, deshalb, ja. So, der möchte uns hier, glaube ich, den Weg, also dass wir passieren dürfen, möchte der, glaube ich, irgendwie eine Million Pokédollar von uns. Aber der verarscht uns natürlich nur, deshalb können wir da einfach getrost dran vorbeigehen. Und ich meine, hier auf dieser Route bekommt man auch den Seegesang. Aber das ist natürlich dann gerandomized. Und wir haben uns auch den Zertrümmerer geholt. Das habt ihr, denke ich mal, auch beim Trainieren sehen können. Wenn ihr das übersprungen habt, ist das ja in Ordnung. Hab ja extra diesen Timestamp dafür gemacht, dass ihr einfach draufdrücken könnt und dann am Anfang des Videos angelangt seid. Aber ja. Hier ist kein Item. Hätte ich eigentlich schon erwartet, aber gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal hier nach oben auf die Route, um uns die Items zu holen, die hier noch sind. Eine neue Route haben wir hier noch nicht, allerdings ist da noch ein Trainer und einen Encounter werden wir auch bekommen. Und zwar ist die Höhle ja hier sofort in der Nähe. Das bedeutet, wir können da ganz einfach, genau, und unseren Encounter fangen und auch vor dem Pokémon Center natürlich uns das Pokémon auch direkt in den Team nehmen, falls wir das denn wollen. Aber gut, so. Sehr, sehr schön auch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt beim Trainieren, aber wir sind auf dieser Route, wo wir hier sind, einem Pokémon begegnet, also einem möglichen Encounter. Und zwar war das Dragoran. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es war auf jeden Fall mega krass und ich war so gehypt auf Dragoran, denn es ist so ein cooles Pokémon. Und stellt euch mal vor, wir hätten Dragoran in dieser Nuzlocke bekommen. Ich meine, klar, vierfache Eisschwäche, aber trotzdem, Leute, es ist einfach ein fucking Dragoran und es wäre so OP gewesen, es wäre so nice gewesen. Leider haben wir das nicht bekommen und das ist ein bisschen unglücklich, aber gut. Was will man machen? Ich werde jetzt jedenfalls erstmal ein anderes Pokémon nach vorne tun. Ich denke mal Swampy selbst. Weil ich einfach will, dass Swampy sehr, sehr schnell levelt. So, hier ist wieder ein Trainer. Dann holen wir uns das Item und dann gehen wir in die Höhle, um uns dann unseren Encounter zu fangen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wer das sein wird. Man weiß ja nie. Vielleicht ein legendäres Pokémon. Wäre auf jeden Fall verdammt nice und hier haben wir auf jeden Fall Bolterus. Kann uns gefährlich werden. Wie gesagt, wir haben wenig gegen Stahl-Pokémon. Und ja, ich denke trotzdem, Rasierblatt sollte angenehm Schaden machen. Macht es sogar. Sehr nice. Unsere Spezialverteidigung sinkt, soll mich allerdings nicht allzu sehr stören. Ich glaube, es greift sowieso physisch an. Genau. Und das macht uns halt nichts an Schaden. Und Swampy ist jetzt nach dem Rasierblatt auf jeden Fall sehr, sehr stark. Der Absorber hat ja vorher nie wirklich Schaden gemacht. Jetzt allerdings mit dem Rasierblatt können wir da auf jeden Fall gut Schaden drücken und bekommen so viel EP, dass wir fast Level 15 sind mit Swampy. Sehr nice. Wir entwickeln uns ja auf Level 30. Das bedeutet, allzu lange dauert das auch nicht mehr. Klar, es dauert schon noch, aber nicht allzu lang. Jedenfalls. So. Und bei Lavitar können wir schön Absorber drücken und uns wieder gegenheilen. Das ist halt das Schöne. Für den Nuzlocke auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, dass man sich mit den Attacken selbst, mit denen man die Pokémon besiegt, wieder gegenheilen kann. So muss man nicht so viel Tränke verbrauchen und hat die für sinnvollere Momente, sage ich einfach mal. Und was auch ganz cool ist, ist ja die Tatsache, dass wir Notdünger haben. Das bedeutet, wenn wir wirklich in einer niedrigen Range sind, können wir mit einem verstärkten Angriff angreifen. Und Scorpion ist auch interessant. Können mit einem verstärkten Angriff reinhauen und so einfach noch ein bisschen KP bekommen. Was, denke ich, ganz schön ist. Und ich glaube, ich werde die Scorpion auch tatsächlich benutzen. Erstmal kurz Schwarzgurt ist Attacken von Typ Kampf. Okay, gut. Werde ich mal kurz auf die nächste Seite gehen. Die Scope-Linse möchte ich nämlich dann meinem Swampy geben. Damit wir einfach mit dem Rasierblatt eine noch höhere Chance auf einen Volltreffer haben. Und können das Wundersaat dann einfach weitergeben an unser Gifloor. Denn da haben wir auch noch ein Pokémon mit einer starken Pflanzenattacke, die wir somit nochmal verstärken. Und sofern wir jetzt Kampfattacken bekommen sollten oder eventuell einen Zertrümmerer erlernen, können wir
diesem Pokémon dann auch den Schwarzgurt geben und dann sollten wir damit ganz gut aufgestellt sein. Ich überlege aber allgemein, welchem Pokémon ich den Zertrümmerer beibringen soll. Den habe ich bisher noch nicht so den Plan von. Aber ja, gut, muss man auf jeden Fall mal schauen, denn wir können natürlich auch dieses Item, was hier ist, was normalerweise das Seegesang ist, könnten wir uns mit dem Zertrümmerer holen und man weiß ja nie, was das für ein gerandomizedes Item sein wird. Könnte uns hilfreich sein, könnte aber auch der komplette Shit sein. Und Manaphy. Damit haben wir wirklich den League-Counter Nummer 3 hier an dieser Stelle. Der liebe Blago, der ja auch nach unserem Pokémon Kaumalaz benannt worden ist im letzten Part, der macht nämlich einen League-Counter. Also wen das interessiert, wie viele legendäre Pokémon wir mittlerweile im Verlauf des Let's Plays gesehen haben, der kann immer mal wieder in die Kommentare schauen und nach seinem Kommentar eben Ausschau halten. Denn da, der schreibt das immer hin und das finde ich auch sehr, sehr schön. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, so, Sonnenfell. Dann gehe ich einfach in Sura. Sollte mit der Aquaknarre einfach den bestmöglichen Schaden machen und außerdem soll unser Sura ja auch ein bisschen noch leveln, damit es auch auf Level 14 kommt und wir somit einfach so ein bisschen ein gleich hohes Team haben, sozusagen von den Leveln her. Und was ganz gut dazu passt, ist einfach jetzt das Bojelin hier, denn dann können wir einfach ins Spinarak gehen und den Gigasauger drücken. Und ja, während ich jetzt hier, ne, Megasauger, genau, wir haben noch gar nicht den Gigasauger natürlich, aber während wir jetzt hier gerade so ein bisschen reden, unnötiges Zeug sozusagen, was ihr ja eh seht, dachte ich mir, werde ich einfach mal die Frage des Videos von letztem Mal beantworten, und zwar welcher mein Lieblings-Arena-Leiter ist. Und zwar, ja, gibt es da nicht wirklich eine richtige Antwort. Also ich mag sehr, sehr viele Arena-Leiter sehr. Rocco finde ich aufgrund des Animes sehr, sehr sympathisch in meinen Augen, weil er halt ein ganz cooler Typ ist. So, aber ich denke, ich werde jetzt hier mal kurz Pause machen mit der Beantwortung der Frage, weil jetzt hier unser Encounter kommt. Ich denke mal, ihr könnt das verstehen. Und das ist unser Encounter, hoffentlich ein Legi. Fuka! Oh, ist das nice. Oh, ist das geil. Damit haben wir jetzt endlich ein Feuer-Pokémon und ein... Oh, ein Arcani, ein zukünftiges. Oh, wie nice wäre das denn? Leute, ein zukünftiges Arcani, wie cool ist das denn? Ich denke mal, der Rasierblatt wird dicke nicht ausreichen. Wow, es ist Gott sei Dank kein Volltreffer. Und er setzt... Warum? Warum? Warum, Fukano? Unser Encounter ist einfach weg wegen Brüller. Och man, ich hätte es erwarten können, weil Fukano ja oft mal Brüller hat, aber was hätte ich tun sollen? Ich hätte es First Hand versuchen können einzufangen, aber das wäre wahrscheinlich nicht... Hätte wahrscheinlich nicht funktioniert und so... Ich muss mir auf jeden Fall merken, dass ich mein Bronzong, falls ein Encounter kommt, dass ich das dann einfach nach vorne schicke, um dann einfach sofort auf Konfusion zu gehen. Denn das wäre wirklich abgefuckt, wenn sowas öfters passiert. Oh, es ist unglücklich. Scheiße. Mann. Ah, sehr unglücklich. Und sein Encounter ist einfach mal, hat uns weggebrüllt. Und das ist sehr, sehr unglücklich. Wieder ein Gardevoir hier. Ah, Mann. Schade. Aber gut, was wollen wir tun? Jedenfalls können wir jetzt hier noch ein bisschen trainieren, während wir uns auf den Weg zur nächsten Stadt machen und auch ein bisschen reden währenddessen. Was ich nämlich auch, ja, wie gesagt, weiterführen wollte, ist auf die Frage antworten, wer mein Lieblings-Arena-Leiter ist. Und zwar mag ich, wie gesagt, Rocco und Misty sehr. Das sind halt so die beiden auch aus dem Anime, die ich sehr, sehr sympathisch dadurch finde. Und Seda klingt auch nice. Also die finde ich, wie gesagt, sehr, sehr sympathisch. Und deshalb... Ja, ist das schon mal auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Mit diesen beiden Arena-Leitern, die ich sehr, sehr mag. Ansonsten gibt es halt auch so ein paar Arena-Leiter, die ich überhaupt nicht leiden kann. Die, das ist zum Beispiel Bianca. Ich glaube, sie heißt Bianca. Das ist die hier in Dukatia City. Die Trainerin mit den Normal-Pokémon, die ein ekelhaftes Miltank einsetzt, was mir echt überhaupt nicht gefällt. Die mag ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber ja, das beantwortet jetzt nicht unbedingt meine Frage. Ich merke schon. Nee, Rauchwolke. Och, komm, bitte nicht. Triff einfach. Einmal, Swampy. Einmal. Danke. Gut, dann kann ich ja jetzt weiter beantworten. Und zwar, ja, habe ich nicht wirklich einen. Ich mag die aus Kanto wirklich fast alle sehr, sehr gerne. Koga ist auch ganz cool. Major Bob zum Beispiel auch. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich auch welche von der Top 4 nehmen könnte, weil das ja auch in einer gewissen Art und Weise Arena-Leiter sind. Klar, es sind Top 4 Leute, aber die zähle ich jetzt einfach mal dazu, finde ich. Bruno ganz cool.
was einfach aus einer Geschichte beruht, dass meine Mutter, als ich geboren wurde, also ich habe einen größeren Bruder, ich denke mal, das wissen auch ein paar von euch, und als meine Mutter mich geboren hat, hat meine Mutter einfach meinem Bruder gesagt, random, ja, er darf den Namen für mich aussuchen, und der hat sich dann aufgrund der Kinderserie Bruno der Bär dazu entschieden, dass er mich Bruno nennt, also dass ich Bruno heiße, aber da hat meine Mutter Gott sei Dank noch was gegen gesagt, denn, ja, das bedeutet ganz einfach, dass ich jetzt nicht Bruno heiße, sondern Tim, und da bin ich auf jeden Fall froh drüber. Und ein Alpollo, by the way, ziemlich nice. Würde ich natürlich feiern, wenn wir einen Alpollo oder Gengar direkt auch als Encounter finden würden, aber wie gesagt, ich habe da langsam aber sicher die Hoffnung aufgegeben, beziehungsweise was heißt, ich habe langsam aber sicher die Hoffnung aufgegeben. Klar kann das immer noch kommen, allerdings ist die Chance sehr, sehr niedrig. Das heißt, ich habe da keine Erwartungen dran, und wenn es passiert, wäre es natürlich sehr, sehr nice. Kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber eventuell, man weiß es nicht. Es kann ja alles passieren und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, man weiß es nicht. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber jetzt, wo ich gerade so die Frage beantwortet habe mit meinem Lieblingsarena-Leiter, kann ich auch nochmal eben darauf, beziehungsweise euch bitten, mir weitere Fragen unter dem Hashtag AskLight zu stellen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn ihr so ein paar Fragen stellt. Die werde ich dann eventuell auch mit einem Co-Moderator zusammen beantworten hier in diesem Video, sodass wir beide halt eine Antwort bringen. So wird das Let's Play, falls denn mal nichts Interessantes passiert, sage ich mal, und so weiter, kann ich dann einfach die Fragen beantworten und so einen schönen Übergang schaffen, und einfach habe ich immer safe was zum Sagen sozusagen. Wow, funny. Habe ich immer safe was zum Erzählen, was, denke ich mal, einfach so der Atmosphäre des Let's Plays so ein bisschen gut tut. Und ja, warum nicht? So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal die zwei Trainer besiegt, und ich möchte jetzt gar nicht da oben großartig lang gehen, sondern halt lieber das Ende des Tunnels finden, damit wir hier eventuell noch rauskommen, bevor der Part beendet wird. Aber ich bezweifle es stark, einfach aus dem Grund, dass wir ja schon das Training davor hatten und das ja auch schon, ich glaube, 3 bis 4 Minuten gedauert hat, ich bin mir gar nicht genau sicher, und ich jetzt den Part nicht irgendwie 25 Minuten wieder strecken will, denn der letzte Part war schon sehr, sehr lang mit dem Arena-Leiter, und das möchte ich jetzt nicht immer so bringen, denn ja, ich habe auch sehr, sehr wenig Zeit momentan durch das Abitur. Weshalb ich jetzt nicht unbedingt so lange aufnehmen will, deshalb, weil, wie gesagt, es kommt ja morgen noch ein Teambuilding-Video bezüglich der GPL, und dann kommt Mittwoch ja noch der GPL-Kampf selbst, das heißt, da habe ich noch genug aufzunehmen, und da ich jetzt diese Woche 2 Abiturklausuren schreibe, könnte das sehr, sehr eng werden. Ich bin froh, dass ich überhaupt mich noch dazu aufraffen konnte, hier diesen Part zu bringen, und ja, ich merke auf jeden Fall, dass, wie gesagt, es macht mir Spaß, das heißt, ich mache das gerne. Was ich aber jetzt sagen wollte, ist, dass mein Swamp hier auf jeden Fall sehr, sehr schön levelt. Aber ich das auf jeden Fall mal langsam ein bisschen hinten anstellen muss, denn meine anderen Pokémon sind immer noch auf Level 14 und das will ich auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Aber das Schöne ist, dass der Arena-Leiter der zweiten Arena das stärkste Pokémon auf Level 17 hat. Das bedeutet, wir sind auf jeden Fall schon mal nicht underlevelt, und ich werde jetzt erstmal schauen, dass wir nicht großartig offline trainieren werden. Eventuell, wenn wir ein neues Pokémon fangen und das so ungefähr auf das Level unserer bisherigen Pokémon bringen, das wäre, denke ich mal, noch drin. Aber andere Pokémon trainieren möchte ich nicht, denn sonst wird das irgendwann zu langweilig. Und ja, gut, ich denke mal, nachdem dieser Bug dann aufgetreten ist, würde ich sagen, speichere ich einfach das Spiel und beende an dieser Stelle den Part. Ich hoffe, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wie gesagt, schreibt mir unter dem Hashtag AskLight Fragen in die Kommentare oder eventuell auch auf Twitter, denn da kann ich das ganz einfach lesen und werde das dann irgendwann mal im Video beantworten, wenn sich genug Fragen angesammelt haben. Und wie gesagt, hoffe, dass euch dieses Video dann mal wieder gefallen hat, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.